cool. Im Moment sieht es so aus, dass Dafung, Papi Chao und Belcampo weiterkommen. Allerdings kann... Also es sieht so aus, als ob Fuego auch noch weiterkommen könnte. Genau, wie ich gesagt habe, ja, beide spielen mies. Ist das so ein komischer Naruto-Charakter oder was ist das? Weiß ich nicht. Da steht jetzt Papi Chao gegen Papi Chao. Okay. Ja, was kann man zu dem Matchup sagen? Normalerweise da Fung natürlich auch immer mit diesem Charakter unterwegs. Bei Papi Chao haben wir auch schon hin und wieder mal den Mii Swordfighter gesehen. Aber natürlich Main, Robin. Der hat auch gut geplaced bei NRW Cup. Also überraschend gut. Und ja, jetzt gerade sehen wir den ersten Stock an da Fung. Denke ich mal wenig überraschend, aber ja, vielleicht. Vielleicht zeigt uns Papi Chao ja, wie gut sein Mii Swordfighter ist. Einfach ein Charakter, den man so gut wie nie sieht. Oh, die Api erwischt, aber killt nicht. Das finde ich interessant. Weil da sind die Prozente schon sehr weit oben gewesen. Aber anscheinend ist das eine Attacke. Ja, okay, das geht aber. Die Api muss schon weit oben treffen, damit sie killt. Also der Base Knockback ist das, was an dem Move gut ist. Mal kurz geschließt hat. Kann man noch machen. Muffin. Lecker. Muss mal zwischendurch sein. Normalerweise esse ich immer gar nichts. Das ist abends. Heute mal kein Fasten. So, Game Nummer 2 und wir sehen, Papi Chao bleibt weiterhin auf Mii Swordfighter. Ja, mal schauen, ob sich am Playstyle hier großartig was ändert. Ich weiß, dass diese Chakrams, meine ich, heißen die, schon, also wenn die gut benutzt werden, schon ganz gut Projektile sein können. Aber ich denke, das ist ziemlich schwer für den Swordfighter mit dem mit der Geschwindigkeit von Mii Brawler mitzuhalten. Der schmeißt verschiedenen Kram, okay. Mia-Sterne auch noch. Aber wenn ich das so sehe, also die, ich weiß nicht, ob es die Neutral B oder die Side B ist, diese Ninja-Sterne, die sehen nicht so aus wie ein guter Move einfach. Ich weiß nicht. Vielleicht irre ich mich da auch, aber es sieht nicht so krass aus. Okay, also der Upsmash hier klärt. Und ja, also... Oh, okay. Ja, so kann man natürlich auch einen Kill kriegen. Ich wollte gerade sagen, ob er es diesmal wohl schafft, einen Stop zu ziehen. Das ist jetzt schon passiert. Und es kann nur besser werden. Jetzt gerade ist es ja sogar relativ even. Nur mal schauen. Also, bisher habe ich da noch nicht so viel Ordnung gesehen. Irgendwie. Ja, okay, Downthrow und Up-Air. Dann hatten wir irgendwie noch gerade Down-Tilt into Fair. Habe ich gesehen. Und was ich halt von Mii
Brawler, den Swordfighter noch kenne, ist halt dieser Tornado in die Abi. Aber ich glaube, dazu hat er weder die richtige B, oder Side B, ich weiß nicht, was das ist, noch die richtige Abi. Also scheint nicht seine Taktik zu sein. Okay, also jetzt im Moment, Papi Chow hat dann doch ganz gut Damage gemacht gerade tatsächlich. Ganz viele Moves einfach, die ich nicht wirklich kenne. Deswegen schwer zu kommentieren gerade, aber das kann ich kommentieren. Back erreicht und tatsächlich erste Lead hier gerade für Papi Chow. Cool, also dass er dann noch nicht vom, nach dem ersten 3-Stock, nicht von Lee Swordfighter runtergegangen ist. Einfach weitergespielt hat damit. Und jetzt gerade sieht das tatsächlich nach dem Sieg aus. Aber natürlich reicht das jetzt hier noch nicht. Der letzte Stock ist halt eben auch noch da. 11% bisher, der ist ziemlich fresh. Downbeat reicht, um zu killen. Oh, und das, einiges an Damage sofort. Scheint jetzt den Sack zumachen zu wollen und das killt early. Ja, also wenn man das auf eine Plattform bekommt, oh mein Gott. Ja, das ging dann doch schneller als geplant.